Mehr erneuerbare Energien und weniger Kohle. Deutschland habe im vergangenen Jahr deutlich weniger Treibhausgase ausgestoßen. Rund 10% weniger, so Robert Habeck heute bei der Vorstellung neuer Daten des Bundesumweltamts. So sind wir ins Amt gekommen. Das war die Aufgabe der Regierung. Das Rote musste runter. Da waren wir im letzten Jahr. Hier sind wir jetzt. Man sieht einen kleinen grünen Balken, der unterhalb der Linie liegt. Das ist das Resultat politischer Arbeit. Politische Arbeit, sagt Habeck. Doch Grund für die guten Daten ist auch die schwächelnde Wirtschaft. Die hohen Energiepreise, die für Flaute sorgen, sagt der IFO-Präsident. Das ist eben zustande gekommen, vor allem durch einen Produktionsrückgang in der energieintensiven Industrie und auch in der Industrie darüber hinaus. Und das ist wahrscheinlich nicht nachhaltig. Auch die Umweltorganisation Greenpeace ist skeptisch, spricht von vermeintlich guten Nachrichten. Niemand dürfe eine kriselnde Wirtschaft mit Klimaschutz verwechseln.